Und ich freue mich sehr, dass Susanne Störmer heute Morgen bei uns ist. Sie lässt die tragische Geschichte der Titanic nicht los. Seit 30 Jahren erforscht sie die Hintergründe, die zum Untergang geführt haben. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Als Sie geboren wurden, da lag die Titanic schon seit 57 Jahren auf dem Grunde des Meeres, wenn ich richtig recherchiert habe. Ja, genau. Wie sind Sie dazu gekommen, sich so intensiv mit dieser Materie zu beschäftigen? Also mein Interesse an Seefahrt war von Kindesbeinen an, seit ich denken kann, vorhanden. Und irgendwann bin ich dann über die Titanic gestolpert, Film im Fernsehen, übliche Geschichte. Mhm. Und dann kam plötzlich die Frage im Rahmen eines Referates, wer war eigentlich dieser erste Offizier, der auf der Brücke der Titanic stand und zum Zeitpunkt der Kollision Wache hatte und die Entscheidung treffen musste, mit der vielleicht die Kollision hätte verhindern können. Mhm. Und da habe ich in den Büchern damals nichts drüber gefunden und habe selbst angefangen zu forschen. War damals nicht so einfach, es gab noch kein Internet. Man musste zur Post gehen, Briefe schreiben und die ganzen Kontakte sich selbst raussuchen. Und ja, und seitdem bin ich an dem Thema dran. Es öffnet sich ein ganzes weites Feld an Dokumenten. Man erkennt die Menschen damals, die Zeiten damals. Und ja, spannendes Thema insgesamt. Das ist ja ein Thema, was unglaublich viele Menschen fasziniert. Der Film war total erfolgreich. Es gibt zahlreiche Bücher, Dokumentationen darüber. Was glauben Sie, warum? Es gab ja auch ganz andere Schiffsunglücke, die schlimmer gewesen sind. Warum fasziniert das die Menschen heute immer noch so? Also ich denke, es war einfach die Größe der Titanic. Es war damals das größte Schiff der Welt, das nach 5 Tagen auf See verschwunden war. Ganz wenige Menschen haben es nur gesehen, viele haben davon gehört, Zeitungen hatten darüber berichtet. Mhm. Und plötzlich war es weg für, ja, bis 1985 war es verschollen. Dann haben wir es als Wrack wiedergefunden. Ich meine, das haben wir in der heutigen Zeit ja auch erlebt. Wir haben die Wrackentdeckung, oder viele von uns haben die Wrackentdeckung mitbekommen. Mhm. Und die Geschichte hat einfach auch, hat auch sehr viele Themen. Dadurch, dass der Untergang 2 Stunden 40 Minuten dauerte, hatten die Leute ja auch Zeit. Und es gibt genügend Überlebende für gute Geschichten, um das, die es auch wirklich berichten konnten, was passiert ist. Mhm. Man hat die Heldengeschichten, man hat die Versagergeschichten. Es ist wirklich alles dran. Also die ganze Tragödie, vielleicht auch ein paar komische Elemente. Mhm. Wenn zum Beispiel der zweite Funker zum ersten Funker sagt, funk doch mal SOS, das ist das neue Zeichen, ist vielleicht deine letzte Chance, es zu funken. Mhm. Und wenn man nachher weiß, dass der erste Funker nicht überlebt hat, dann ist es schon ein bisschen makaber. Aber das wirklich in der Geschichte ist alles drin. Welche Geschichte von diesen ganz vielen Geschichten fasziniert Sie denn am meisten? Da sind viele kleine Geschichten, Details. So ganz spontan fällt mir die Geschichte ein von den Ingenieuren im Maschinenraum, ganz besonders von 2, Harvey und Shepard. Mhm. Mr. Shepard ist in ein Pumpeneinstiegsloch gefallen, hat sich ein Bein gebrochen, mhm. als eben schon das Schiff voller Wasser strömte. Dann hat Harvey und ein Heizer, der Heizer hat nachher überlebt, die haben ihn in einem Nebenraum gebettet, damit er dann eben, ja, sie konnten ihn halt noch nicht abtransportieren. Und dann brach Wasser in den Raum ein. Und der Heizer hat den Befehl bekommen, geh nach oben zu den Booten. Mhm. Und der Harvey hat sich umgedreht, um den Shepard noch zu holen. Und wir sind beide umgekommen. Und ich finde diese Geschichte so, ist so klein und voller Tragik. Und gleichzeitig eben aber auch, ja, dieses Bemühen, den Kollegen wieder rauszuholen, finde ich eigentlich schön. Mhm. Jetzt haben Sie schon über den ersten Offizier gesprochen, der es Ihnen ja auch angetan hat, William Murdoch. Was war das Besondere an ihm? Das Besondere an ihm war, er ist im ersten Schritt natürlich, dass er zum Zeitpunkt der Kollision der wachhabende Offizier war, damit in der Verantwortung auf der Brücke stand. Und dann hat mich einfach interessiert, vor welchem beruflichen Hintergrund hat er seine Entscheidungen getroffen, welche Erfahrungen hatte er und was war natürlich auch privat für einen Mensch. Mhm. Und das waren so die entscheidenden Fragen, wo ich dann nach und nach angefangen habe, sein Leben aufzudröseln. Und ich habe einen Menschen entdeckt, von dem es heißt, der war bescheiden, anspruchslos, aber er hat gleichzeitig hat auch eine riesen Karriere gemacht. Das war damals eine der größten Reedereien der Welt, die White Star Line, bei der er war. Mhm. Und da ist er bis zum ersten Offizier der Titanic hochgeschossen. Also er hat eine richtig gute Karriere gemacht, war verheiratet, hat eine Frau geheiratet, die aus Neuseeland kam, Lehrerin war, auf eigenen Beinen eigentlich stand. Und also ja, ein richtig spannender Mensch, der da sich aufgetan hat. Und zu den Überlebenden? Haben Sie auch noch, also zu seinen Verwandten, haben Sie auch noch Kontakt heute, richtig? Ja, die noch lebenden Verwandten, da habe ich noch Kontakt zu. Mhm. Und ja, sein Neffe ist 2010 gestorben. Mhm. Jetzt gibt es ganz viele Ungereimtheiten, über die Sie gestolpert sind. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel die Frage, ob es wirklich nur ein einzelner Eisberg war, der im Kurs der Titanic lag und den Sie gerammt haben, oder ob es vielleicht vorher auch schon andere Eisberge gab, denen Sie erfolgreich ausgewichen sind. Mhm. Wenn man sich anschaut, um es jetzt mal ganz kurz und einfach darzustellen, wenn man sich anschaut, die Überlebenden am nächsten Morgen in Rettungsbooten, da waren umgeben von Eisbergen. Mhm. Wo waren diese Eisberge in der Nacht? Die können ja nicht einfach aufgetaucht sein. Und die Ruderboote, das waren Ruderboote, die Rettungsboote, sind einfach getrieben im Wasser. Die waren ja ohne festes Ziel, sind auch nicht weit weggerudert von der Untergangsstelle. Was also für mich heißt, wenn da morgens die Eisberge waren, müssen sie eigentlich nachts auch in der Nähe gewesen sein. Der Eisberge ja auch nicht
nicht selbsttätig fahren. Mhm. Und dann frage ich mich natürlich schon, was haben die vorher gesehen, vor der Kollision? Und gab es da vielleicht doch mehr als nur diesen einen Eisberg, wie wir den Film immer wieder sehen können? Mhm. Also ein ganz, ganz spannendes Thema, ein weites Feld, über das Sie ja 3 Bücher geschrieben haben. Sollte man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und wir werden heute Morgen natürlich noch weiter ausführlich darüber sprechen. Dankeschön, dass Sie da sind. Bitte.